Dennoch mal ausgehen sollte, trotzdem weißt du, wo du gucken musst. Und als erstes würde ich sagen, was begeistert dich denn? Was inspiriert dich? Was, abgesehen vom Malen natürlich, aber welches Thema fasziniert dich? Welche Geschichten, welche Situationen, Theaterstücke? Es gibt so viel Inspiration da draußen. Für mich persönlich ist es immer die Natur. Also wenn ich in die Natur gehe, dann komme ich eigentlich immer inspiriert zurück. Und auch wenn meine Bilder gar nichts damit zu tun haben und gar nicht vielleicht die Farben der Natur haben oder, ja weiß ich nicht, auch keine Naturelemente darstellen, bin ich trotzdem, wenn ich in die Natur gehe, danach inspiriert. Und ich glaube, das liegt daran, weil ich einfach mit einem offenen Herzen durch die Natur gehe und das Außen wahrnehme, das Innen wahrnehme, was in mir drin ist. Und dann kommt immer irgendwas aufs Papier. Ja, also da ist eine unerschöpfliche Quelle, wenn wir wirklich mit offenem Herzen durch die Welt gehen. Und in der Natur zum Beispiel kannst du Farbkombinationen entdecken. Dafür brauchst du aber auch eigentlich gar nicht die Natur, das kannst du auch in der Stadt. Vielleicht gibt es da schöne Mauern, wo Blumen rauswachsen oder ich weiß es nicht. Es gibt auch in der Stadt so viel zu entdecken. Und ja, du kannst ja bei deinem nächsten Spaziergang vielleicht einfach mal auf Farbkombinationen achten, welche dir gefallen. Du kannst dir dann auch Fotos machen oder dir das in deinem Kopf abspeichern und zu Hause dann aufmalen. Also allein das, da geht dir nie die Inspiration aus. Also du musst einfach nur deine Augen öffnen. Ja, oder du entdeckst vielleicht auch Strukturen. Das kannst du auch in der Natur oder in der Stadt, egal wo du dich befindest, Pflasterbelag, Mauern, Baumrinden, Gras, Blätter, weiß ich nicht, alles Mögliche hat Strukturen, achte auf Strukturen, vielleicht entdeckst du da was, auch das kannst du dir fotografieren und kannst es dir abspeichern, du kannst dir auch zum Beispiel so ein Inspirationsbuch basteln. Habe ich selber jetzt noch nicht gemacht, aber ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Könnte man eigentlich machen. Naja, braucht man vielleicht einen Drucker dann. Oder du kannst dir ja auch so einen Ordner auf deinem PC abspeichern mit deinen ganzen Inspirationen. Vielleicht inspirieren dich ja aber auch Menschen. Also, als ich in Berlin gelebt habe, da fand ich das immer total faszinierend, einfach S-Bahn oder U-Bahn zu fahren und Menschen zu beobachten. Ja, was sagt ihr Blick aus? Welches Gefühl steckt hinter diesem Blick? Oder Situationen, wo sich Menschen begegnen? Was passiert da zwischen den Menschen? Das hat mich ja besonders fürs Schauspiel extrem fasziniert und begeistert. Und auch da geht einem wirklich nie die Inspiration aus. Also, da
ja, wenn man in der Stadt lebt, dann ist das eines der spannendsten Dinge, die man beobachten kann, finde ich. Und gerade in der Großstadt, da sind so viele unterschiedliche Menschen und Typen und da kann man sich auch einfach in den Café setzen und beobachten und man ist danach inspiriert. Also genau, du kannst aber natürlich auch, wenn du jetzt mal nicht draußen bist oder keine Lust hast rauszugehen und trotzdem irgendwie die Inspiration fehlt, dann kannst du ja auch zum Beispiel Meditationen machen oder Fantasiereisen. Du kannst deine Träume aufschreiben, du kannst Gedichte lesen, Kurzgeschichten, Prosa, alles Mögliche. Da steht dir ja wirklich, wirklich mit dem Internet und mit unserer Welt einfach die Welt offen. Also, oder du lässt dich einfach von der Sonne inspirieren, die kurz mal rauskommt, hängst dein Gesicht in die Sonne und lauscht deinen eigenen Gedanken, deinen eigenen Gefühlen, ja, hör Musik, unterschiedliche Musik macht ja unterschiedliche Dinge mit uns und wenn du da lernst, das zu beobachten und hinzuschauen, dann bist du auch da kannst du auch da ganz arg bereichert werden. Aber wenn wir jetzt auch von Musik sprechen, du kannst natürlich auch, was ich mega cool finde und also mega hilfreich finde ich, um sich inspirieren zu lassen, aber auch um überhaupt in den Flow zu kommen, ist Bewegung. Und am Anfang wirst du dich vielleicht unwohl fühlen, aber mach dir doch einfach mal deine Lieblingsmusik an oder die Musik, nach der es dich gerade, vielleicht nicht deine Lieblingsmusik, vielleicht die Musik, die dir gerade dient. Also wenn du traurig bist, vielleicht traurige Musik. Wenn du fröhlich bist, vielleicht aktive Musik. Klassik oder auch einfach nur Instrumentalmusik im Sinne von, du kannst mal bei YouTube eingeben, 432 Hertz oder sowas, ne? Das ist eher so Meditationsmusik. Egal, also du wirst auf jeden Fall, es gibt genug Musik, du wirst auf jeden Fall was finden und dann beweg dich einfach mal dazu. Und zwar genau so, wie es sich gerade anfühlt. Das muss nicht gut aussehen, das sieht auch keiner, also stell auch sicher, dass das keiner sehen kann. Lass vielleicht den Rollladen runter. Sag deinen Mitbewohnern oder deinem Partner, Partnerin, deinen Kindern, du brauchst jetzt mal 10 Minuten für dich. Und dann beweg dich mal zu der Musik und beobachte mal. In der Bewegung gibt es ja auch unterschiedliche Qualitäten. Es gibt ein schnell, es gibt ein langsam, es gibt ein fließend, es gibt ein abgehackt. Es gibt so viele unterschiedliche Qualitäten und die gibt es ja auch beim Malen. Du kannst ja deinen Pinsel ganz ruhig führen, du kannst ihn ganz heftig auf die Leinwand kloppen. Du kannst dir aus der Bewegung auch etwas fürs Malen nehmen. Gerade wenn du intuitiv malst, glaube ich, dann bringt dich das so richtig schön in dein Gefühl, was gerade da ist, was du dann auf die Leinwand transportieren kannst. Und da kann dir ja auch nie die Inspiration ausgehen, weil dein Körper ist immer da. Du hast immer die Möglichkeit, dich zu bewegen. Du hast immer Möglichkeiten, Inspiration zu finden. Wenn du dir einmal so eine Liste gemacht hast oder so ein... Wenn du dir das einmal bewusst gemacht hast und weißt, okay, wo kann ich gucken, was kann ich tun und was dient mir gerade? Also worauf habe ich auch gerade Lust? Ja, vielleicht habe ich ja auch gar keine Lust auf einen Waldspaziergang. Vielleicht habe ich aber auch keine Lust auf... Also ich kenne das von mir, dann habe ich auch keine Lust auf Bewegung und dann habe ich auch keinen Bock, mir irgendeinen Ordner anzugucken, wo ich schon irgendwas gesammelt habe oder manchmal ist man einfach so faul und hat schlechte Laune und was mache ich dann? Ja, dann nehme ich den Pinsel und dann lasse ich die schlechte Laune erstmal raus, ja. Und auch das kann dich ja dann zu Neuem inspirieren. Okay, worauf wollte ich eigentlich gerade hinaus? Eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus, nämlich wenn du keine Lust hast, dann kannst du auch mal bei Pinterest dich zum Beispiel umschauen. Das ist so eine Bibliothek mit unendlich, unendlich vielen Fotos. Ich verlinke dir auch mal meinen Pinterest unten in der Infobox. Da habe ich nämlich schon ganz viel gesammelt und da darfst du dich gerne dran bedienen. Das sind einfach Dinge, die mich inspirieren und die ich irgendwie, die ich mir
anschaue, wenn mir mal wirklich voll die Inspiration fehlt. Dann lasse ich mich da einfach so ein bisschen berieseln und dann lasse ich es aber auch wieder los und irgendwas bleibt immer hängen und passiert dann so. Aber du kannst auch, fällt mir gerade noch ein, habe ich glaube ich am Anfang schon so ein bisschen erwähnt, Märchen zum Beispiel oder Legenden oder alte Sagen oder Themen zu Naturspiritualität, das sind auch so Dinge, die, wenn ich da zum Beispiel Bücher dazu lese, dann inspiriert mich das auch immer total. Und das ist total schön, weil wenn ich dann lese, dann habe ich nicht das Gefühl, ich mache gar nichts, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auch Teil meiner Arbeit und Teil des Prozesses. Und eigentlich ist alles Teil des Prozesses. Also wenn du mit offenen Augen, mit einem offenen Herzen, mit offenen Sinnen durch die Welt läufst, dann ist eigentlich alles Teil deines Prozesses und alles Teil des Malens und der Inspiration und dem, ja, es ist einfach deine Vorarbeit, wie der Schauspieler, der, bevor er auf die Bühne geht, sich ja mit der Rolle auseinandersetzt und sich überlegt, wo kommt die her, wie ist die aufgewachsen, wie alt ist die, wie sieht die aus, wie geht die, wie spricht die, wie, was ist ihr Weltbild. Genauso ist dieses Inspirationssammeln für uns Maler die Vorarbeit, die stille Arbeit für sich selbst, die eigentlich die wichtigste Arbeit. Weil ohne das passiert nichts. Und wenn wir lernen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und mit offenen Augen, damit meine ich wirklich mit einem offenen Herzen, dann saugen wir alles auf wie ein Schwamm. Und dann ist alles Inspiration. Und selbst wenn wir nichts von außen wahrnehmen, dann lernen wir dadurch, das Innere wahrzunehmen. Und das geht niemals aus. Das geht dir niemals verloren, weil das ist immer da. Du musst nur bereit sein, es zu fühlen und hinzuschauen. Und dann, ja, dann wirst du dein Leben lang Bilder malen, die voll sind mit Inspiration. So, in diesem Sinne, ist auch irgendwie mein Lieblingssatz, aber der fasst auch einfach zusammen. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du mit einem offenen Herzen durch die Welt gehst, dass du dich selber spürst, dass du ganz viele Ideen hast, wie du Inspiration sammeln kannst. Und wenn dir doch die Inspiration ausgeht, dann schau bei meinem Pinterest, da habe ich wirklich viel für dich angesammelt. Ja. Und ich weiß auch nicht, mehr wünsche ich dir nicht, dass dadurch schöne Bilder entstehen. Und ich bin super gespannt, ich würde super gern eure Bilder sehen. Ich muss mir mal noch überlegen, wie wir das miteinander teilen können. Da muss ich mir mal wirklich was einfallen lassen. Vielleicht, wenn ihr bei Instagram seid, vielleicht können wir da einen Hashtag finden. Ich lasse mir was einfallen und lasse es auf jeden Fall alle wissen. Genau, das wäre doch schön, oder? Also, ich wünsche dir ein wundervolles Inspirationssammeln. Muah. Tschüss, deine Mina.